Hallo, was machen Sachen? Ja, willkommen zum neuen Timelapse-Video. Ich weiß, das Model ist halt schon ein bisschen älter, aber ich kam jetzt in letzter Zeit halt nicht dazu, wirklich generell viel zu machen. Es ist momentan sehr, sehr stressig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video gefällt euch. Wie gesagt, das Model habe ich jetzt schon vor einer Weile gemacht. Das habe ich in einem Stream wieder auf Twitch gemacht. Ja, ich habe hier und da ein paar Probleme mit dem Footage. Da hat irgendwas nicht so ganz funktioniert. Da habe ich, Korruption im File. Ich habe mir jetzt mehrmals gedownloadet gehabt und es war halt immer noch weg. Also ja, ein paar Sachen sieht man nicht. 14 Anfang in Reroid, der ist halt weg, aber da ist jetzt halt auch nichts so ultra spannendes. Ich habe mir einen Mail-Charakter Basis gemacht, ein paar Haare hinzugefügt, halt nur vorne, weil ich werde eine Kapuze machen. Das ist das, was ihr jetzt auch sehen würdet. Da habe ich halt auch viel, viel rausgeschnitten, weil ich habe mich halt extrem dämlich angestellt, die Kapuze zu machen. Später werdet ihr auch sehen, Weight Painting ist halt nicht so geil bei der Kapuze. Es funktioniert irgendwo, aber es halt schön ist anders. Fürs erste Mal ist halt, es funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen üben, wenn halt Kapuzen im Spiel sind. Ich glaube, ich habe auch einfach die Form falsch gewählt. Ich wollte halt wirklich so Klischee-Anime-mäßig machen, halt irgendwie diesen Falten an der Seite. Ich glaube, die haben mir dann das Genick gebrochen. Das hat dann halt nicht funktioniert. Ich muss das nächste Mal einfach anders machen. Aber dazu macht man Übungen. Ja. Was ich auch leider nicht richtig aufnehmen konnte, ist halt, wie ich die Maske erstellt habe. Ja, ist halt ein bisschen schade drum, sie ist halt, die Maske finde ich, ist mir echt gelungen, da habe ich mir echt stolz drauf. Ist halt auch das erste Mal, wo ich halt irgendwas in Annäherung eines Gesichtes gemacht habe, obwohl halt Topologie hier vollkommen egal ist und halt sich nichts bewegen muss. Ja, nichtsdestotrotz ist halt schade, dass sie weg ist. Falls jemand Interesse an diesem Modell hat, auf Reroid Hub ist der gratis zur Verfügung, man muss mich einfach nur angeben als Ersteller, dann darf jeder das frei benutzen. Ganz am Ende werde ich euch immer nochmal eine Vollsicht zeigen von dem Modell an sich und halt auch die Blend-Shapes, die ich gemacht habe, sprich halt Maske an oder Maske an der Seite. Ja, dann viel Spaß mit der Erstellung, mit dem Timelapse und ja.
Ja, wie ihr gerade seht, ich hatte es erst versucht, im Blender tatsächlich zu zeichnen, aber das fällt mir halt immer noch ultra schwer. Ich komme auf diese Blender-Zeichnung nicht komplett klar. Ich weiß halt irgendwie, funktioniert das bei mir. Wir sind uns da nicht so einig, Blender und ich, wie das gemacht werden soll. Bin halt wieder auf Substance Painter zurückgegriffen und habe dort die Texturen gemacht. Ich habe jetzt auch halt nichts ultra kompliziertes gemacht, halt so ganz simple. Ich finde das für die Anime-Charaktere immer ganz praktisch, wenn man halt simple Texturen macht und einfach nicht so viele Details, wie jetzt halt wirklich Stofffasern oder sowas, halt so ein Jeansstoff, den man halt wirklich realistisch darstellt. Das finde ich bei so Anime-Figuren ein bisschen komisch, deswegen mag ich auch die ursprünglichen V-Roy-Texturen nicht so geil. Die sehen halt zu echt aus für so den Anime-Style. Ist halt meine persönliche Meinung, das ist halt, jeder hat da seine eigene Meinung und eigenen Geschmack zu. Ja, wie gesagt, simple Texturen. Und dann halt auch später in Unity wieder halt, kein Cell-Shading macht, sondern einfach nur, ja, ganz normal, ohne Schatten, wenn man so will. Auch wieder den Toon-Shader genommen, den habe ich jetzt halt, Unity-Part habe ich halt auch nicht drinne. Auch einfach nur, weil es halt auch viel zu lang ist. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Ich hatte ja mal ein Tutorial gemacht. Ihr könnt euch das ja gerne angucken. Das verlinke ich halt nochmal unten in der Beschreibung. Wenn ich dran denke, ist auch der Infocard jetzt über mir. Ja, und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Dann viel weiter noch beim restlichen Video. Yeah.